Jetzt ist es soweit. So, immer schön rückwärts zur Kamera, verstehst du? Hallo, guten Abend, hier ist die Claudia. Ich mache heute Pilates mit euch. Schön, dass ihr da seid. Ganz ehrlich, ist die Musik nicht zu leise? Ach so, die Eva Maria, die ist da, die macht die gleich lauter. was wollte ich sagen? Wer zum ersten Mal beim Pilates dabei ist, herzlich willkommen. Es geht um die Tiefenmuskulatur, um den Beckenboden, Rumpfmuskulatur, tiefe Bauchmuskulatur, Rücken. Es geht ein bisschen um die Aufrichtung, Flexibilität und um mal abzuschalten. So ein bisschen wegzukommen vom Alltag. Und vielleicht kriegst du auch so ein bisschen gute Laune, wenn du dich bewegt hast. Das hoffe ich. Du brauchst eine Matte, du brauchst ein Handtuch und was zu trinken. Und deine Socken ziehst du am besten aus, sonst rutschst du weg, Schuhe aus. Ja, und dann legen wir los. Wir mobilisieren uns erst ein bisschen. Kreis mal mit deinen Schultern zurück, am liebsten mit beiden gleichzeitig. Nach hinten kreisen, genau. Und dann rollst du dich mit langem Rücken ab, stützt dich ab und kommst mit rundem Rücken wieder hoch. Ich weiß, das machen wir jede Woche, aber dann kennst du das schon, weißt du? Mach doch nichts. Ist eine schöne Übung mit langem Rücken tief und mit rundem Rücken auf. Das letzte Mal. Langer Rücken tief, runder Rücken auf. Nimm beide Arme hoch. Und zieh mal, entfern mal die Rippen von den Hüften. Zieh dich mal ganz lang. Lass deine Schultern unten dabei und drück deine Füße fest in den Boden. Beide Schultern senken. Die rechte Hand greift die linke. Achtung, ich mache spiegelverkehrt. Nimm du mal deine rechte Hand, ich meine linke. Jetzt ziehst du dich nach rechts und schiebst dich nach links. Ganz in die Länge ziehen, ein bisschen dehnen. Denk mal in den oberen Ellbogen und zieh den Ellbogen Richtung Decke, in den hier. Komm zurück, pendel mit den Armen, andere Seite, linke Hand greift rechte, einatmen, nach links ziehen, ausatmen, schieben. Lass die Schulter unten. In den oberen Ellbogen denken, in den hier Richtung Decke ziehen. Einmal lösen, pendeln, noch einmal. Und nach rechts, schieb dich nach links, denk in den oberen Ellbogen, klack. Und jetzt dreh dich mal so ein bisschen und schieb die untere Brust Richtung Decke. Und jetzt zieh dich nochmal. Tut das gut? Ja, weiß ich. Und pendeln. Andere Seite. Schultern tief. Einmal nach links, nach rechts schieben. Lass die Schulter unten in den oberen Ellbogen denken. Und jetzt die untere Brust und den Blick zur Decke. Zieh mal noch ein bisschen mehr. Lösen. Pendeln. Und da machst du einen Schritt zur Seite. Und jetzt kommen diese wunderbaren Rotationen. Einmal schieben. Okay, und jetzt drehst du dich nach rechts um und schiebst zweimal im Tempo. Dreh dich nach links um. Zweimal im Tempo, ups, und nach rechts umdrehen. Nimm mal deinen Fuß, dein Knie und deine Hüfte während der Rotation mit. Und einmal drehen und nach links. So, machen wir letzte Mal, ne? Letzte Mal rechts, letzte Mal links und dann gehst du mit den Armen nach oben und lässt dich fallen und kommst wieder hoch. Und nochmal durch den Mund ausatmen und einmal den Kopf hängen lassen. Letztes Mal und jetzt tauchst du einmal auf, nochmal mit den Schultern zurück. Prima. Jetzt geht es darum, den Beckenboden anzuspannen. Ich komme mal ein bisschen, ich komme doch nicht. So, schieb mal dein Steißbein nach unten, dass der untere Rücken länger hat. Und beobachte mal, dass deine Füße Tennisball und deine Knie Tennisball weit geöffnet sind. Das ist ungefähr eine Faust, die hier zwischen deinen Knien passt. Steißbein nach unten schieben, der untere Rücken hat Länge. Nimm deinen Handballen auf dein Beckenkamm und die Fingerspitzen auf das Schambein. Lass die Schultern unten. Und jetzt richte mal deine Aufmerksamkeit einmal auf den Großzehballen. Drück mal den Großzehballen in den Fußboden und zieh dein Fußgewölbe hoch. Wenn du das Fußgewölbe auch in den Fußboden drückst, machst du Plattfüße. Wollen wir alle nicht. Also nur den großen Zeh, den Großzehballen und dein Fußgewölbe hochziehen. Und das wirkt reflektorisch auf den Beckenboden. Wenn du jetzt noch deine Beine imaginär zusammenschiebst, also so tust als ob, dann merkst du noch mehr Anspannung in den Muskelschlingen oder beziehungsweise die Anspannung durch die Muskelschlingen in den Beckenboden. Und den fängst du jetzt an einzuhalten. Zieh mal den Schließmuskel der Harnröhre in dich hinein, einhalten, den letzten Tropfen auffangen
Und dann nimm den Schließmuskel des Darms dazu, auch wieder einhalten, festmachen. Und mein Bild ist immer, du hast einen Baggerarm, greifst einmal in den Beckenboden hinein und schließt den Baggerarm und ziehst damit den Beckenboden nach oben. Dann, damit daraus, wo sonst eine Schale ist, auf der die Organe liegen, dass aus dieser Schale ein Baldachin wird. Also, Baggerarm, greif den Beckenboden nach oben. Jetzt legst du die Hände auf deinen Bauch und machst den Bauch mal ganz flach. Du schiebst den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, du schiebst die Rippenbögen nach unten Richtung Schambein und hebst das Schambein etwas Richtung Rippenbögen. Festmachen. Und damit hast du das Powerhouse angespannt, wie Pilates so schön sagt. Beckenboden und die tiefe Bauchmuskulatur, als hättest du einen Gürtel um und machst den Gürtel eins enger. Jetzt nimm die Hände an deine Flanken. Weil wir jetzt den Bauch so einziehen, lenkst du den Atem in deine Flanken. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Nase ein, die Rippen weiten sich zur Seite, im Bauch hast du keinen Platz, der ist angespannt. Und ausatmen durch den Mund. Noch einmal. Nase und einmal einatmen. Gut. Und das machen wir jetzt die ganze Stunde. Beckenboden ist fest, du hast deine Neoprenhose an und lenkst den Atem in die Seite. Einatmen, die Arme heben, weit werden, ausatmen, die Ellbogen zu den Rippen ziehen. Einatmen, heben, ausatmen. Genau, stellst dir vor, du bist ein schöner Vogel. Und einatmen, heben, ausatmen, zur Seite. Jetzt geh mal auf die halbe Spitze. Und dann senkst du dich ab, ganz in Ruhe. Fokussier dich. Schieb mit den Füßen den Fußboden zusammen, ja, und lass dein Steißbein nach unten geschoben. Und Leute, ohne Ton, okay? Ganz leise, ohne Holpern, ohne Ton. Okay? Mach noch zweimal. Und beim nächsten Mal bleibst du oben. Einmal halten. Und jetzt guck mal, jetzt fängst du an zu wackeln. Schieb die Rippen in dich hinein. Zieh dich nach oben. Bleib auf der halben Spitze. Und jetzt tupfst du mit den Füßen. Tupfen und wieder hoch. Und tupfen und wieder hoch. Ne? Können wir uns schon mal dran gewöhnen. Bald ist der Lockdown vorbei. Ziehen wir da wieder die hohen Schuhe an, oder? Jetzt immer nur die Socken in der Bude. Und jetzt können wir schon mal wieder üben. Also, upsala. Hoch und einmal tupfen. Heben und tupfen. Hoch und tupfen. Nimm die Arme zur Seite. Berühr die rechte und die linke Wand. Was ist mit deinem Beckenboden? Eingehalten? Falls ja, super. Falls nein, mach. Gut. Einmal oben bleiben, beug deine Knie. Ah, nimm die Arme hoch. Senk die Fersen ab, heb dein rechtes Bein und mach einen großen Schritt zurück. Rechts, großer Schritt zurück. Den Beckenboden, ist der noch fest? Beschreib mit dem Arm in so einen großen Schneeengelkreis, damit die Schultern sich schön aufwärmen und deine Intensität ein bisschen größer wird. Einfach mal nach hinten hinsetzen. Und auch hier setzt du dich leise zurück, ohne Ton. Einatmen, das Bein heben, ausatmen, kontrolliert absetzen. Zweimal noch. Und dann bleib mal unten, heb die Arme, ich zeige es mal von der Seite. Guck mal einmal, das Knie, die Hüfte und die Schultern sind auf einer Linie. Schieb die Rippen wieder in dich hinein und heb dein Schambein etwas hoch. Geh ein bisschen tiefer. Jetzt kommt das Holzhacken. Im Wechsel, geh ein bisschen tiefer. Lass mal deine Ellbogen gestreckt und lass die Bewegung aus der Schulter herausgehen. Jetzt nimmst du den Oberkörper vor und hackst ein bisschen Holz. Geh ein bisschen tiefer mit deinem Knie. Prima. Komm wieder hoch. Einmal kontrolliert das Bein heben. Da bin ich wieder. Und über Kreuz. Heben. Über Kreuz. Einatmen. Ausatmen. Und schön eleganten Knicks machen. Genau, ohne Ton. Stöhnen darfst du. Aber der Fuß, dein Körper, macht kein Geräusch. Okay, vielleicht dürfen die Knie mal knacken. Das ist aber auch alles. Einatmen, heben. Ausatmen, über Kreuz. So, haben wir genug gemacht? Mach noch zwei.
Okay, halten. Arme heben, Hände auf die Schultern legen. Jetzt zieh den Bauch noch mehr nach innen und dreh dich zur linken Seite. Okay? Du weißt ja, dass ich spiegelverkehrt mache, ne? Wenn nicht, muss ich jetzt umdenken. Geh ein bisschen tiefer. Zieh den Bauch ein während der Rotation. Jetzt geht's eins weiter. Drehen, linker Ellbogen zur rechten Ferse. Komm wieder zurück. Rotation, Seitenein. Hast den Bauch eingezogen? Den Beckenboden einzuhalten ist ja jetzt ganz einfach, weil du deine Beine etwas gegeneinander drückst. Geh ein bisschen tiefer. Merkst du dein vorderes Bein? Ich ja. Shit. Macht nichts. Zweimal noch. Und der letzte. Bleib, öffne die Arme und geh mal noch ein bisschen tiefer. Einmal lösen. Beide Füße nebeneinander, einmal pendeln. Und wer sein linkes Bein jetzt etwas mehr spürt als das rechte, hast alles richtig gemacht. Ist doch auch mal schön. Langsamer werden mit dem Pendeln. Komm ins Stehen und heb dein linkes Bein hoch. Mach einen Schritt zurück. Links, Schritt zurück. Leise. Einatmen, ausatmen. Ganz in Ruhe. Kein Stress, ne? Heben und sitzen. Beobachte, dass dein vorderes Knie Richtung Fußspitze zeigt. Okay, wir machen noch zweimal. So, und dann bleibst du unten. Okay, ich drehe mich wieder so ein bisschen. Jetzt guck wieder. Knie, Hüfte, Schulter auf einer Linie. Das Schambein etwas hoch und das Brustbein etwas rein. Die schönen Arme gestreckt. Und kann losgehen. Holzhacken, geh mal tiefer. Komm, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Bisschen tiefer, Schätzchen. Hintere Ferse hoch. Anspannen, nimm den Oberkörper vor. Auf einer Linie, also nicht die Arme hier unten, ne? Arme neben den Ohren. Du darfst sie etwas breiter nehmen, wenn du Probleme mit den Schultern hast. Alles gut? Arme öffnen, Knie heben, Knicks. Einatmen, aus. Überkreuzen. Und es wird nicht gefallen. Kontrolliert absetzen. Einatmen, ausatmen. Merkst dein rechtes Bein? Ja, ich auch. Macht nichts. Ein und. Auch das machen wir noch zweimal. Und das letzte Mal. Klack, zack. Bauchmuskeln nach innen. Bisschen tiefer gehen. Schambein anheben, Beckenboden. Und dann drehen. Halt den Bauch fest eingezogen. Geh ein bisschen tiefer. Und den Bauch nach innen ziehen, hast du? Wenn du in die Rotation gehst, stellst du dir vor, dass du dich ausringst. Mach nochmal. Einmal bleiben, jetzt geht der Ellbogen zur Ferse. Komm wieder zurück. Rotation zur Ferse. Geh ein bisschen tiefer für Spaß. Was mit dem Bein, merkst du? Und klack. Und noch zweimal. Drehen. Und der letzte. Arme auf, großartig aussehen. Beide Beine pendeln. Gut, pendel mal weiter. Aber jetzt schiebst du deine Füße auseinander. Bitte nicht die Knie, keine O-Beine. Knie bleiben zu den Fußspitzen und du ziehst hier auseinander. Merkst du die Abduktoren? Ja, Achtung, der Oberkörper bleibt lang. Du schiebst deinen Steißbein mehr nach unten als nach hinten. Zieh die Füße auseinander. Halt den rechten Arm oben. Klack, drehen. Zweimal pendeln. Halt den linken Arm, drehen. Den rechten. Drehen. Okay,
Dabei brauchst du nicht zum Laptop oder zum Fernseher schauen. Das können die Arme alleine, denn sonst hast du Falten im Nacken. Brauchen wir nicht. Und immer zweimal pendeln und dann über die Seite öffnen. Und die Füße ziehen die ganze Zeit auseinander. Wunderbar. So lange, bis die Beine sich wieder beruhigt haben. Wie geht's euren Beinen? Keine Antwort, ist klar. Das ist das Doofe am Online-Training. Man muss sich die Antworten immer selber geben. Deswegen so. Meine Beine fühlen sich gut an. Deswegen letztes Mal. Tada! Stell dich ans hintere Ende deiner Matte, sodass du in die Liegestützposition nach vorne gehen kannst. Und jetzt soll es so sein, dass du mir deine rechte Hand gibst. Rechte Hand, rechtes Bein. Hasse. Wenn nicht, dreh dich nochmal eben schnell um. Okay? Steißbein nach unten, Schultern zurück. Beckenboden und Bauch sind fest angespannt. Alles klar? Roll dich ab. Lass erst deine Knie gestreckt. Dann beugst du deine Knie und läufst mit den Händen mit 3 Schritten nach vorne. Hasse. Schiebst den Po zurück und wieder vor. Zurück, 3-mal insgesamt. Letztes Mal. Rechtes Knie an rechten Ellbogen. Linkes an linkes. Wieder 3-mal zurück. 1, 2. Nimm dein rechtes Knie mit. Zack. Nimm dein linkes Knie mit. Jetzt kommt es etwas anders. Schieb dich zurück. 3-mal. Nimm dein rechtes Knie mit. Schieb dich zurück. 3-mal. Nimm dein linkes Knie mit. Ah, ich habe mich nur 2-mal geschoben, ne? Nein, wir schieben 3-mal. Drittes Mal 4 Knie. 1, 2, 3 und das linke Knie. 1, 2, 3. So, vor lauter Koordination, was ist mit dem Beckenboden los? Einhalten. Linkes Bein. So, und dann bleibst du hinten in dem Klappmesser. Die Fersen sind oben, dein Po ist weit hinten und die Arme sind lang. Gut, jetzt mach den Rücken rund und komm langsam in diesen Vierfüßler. Du darfst die Knie abstellen, die Füße lang machen, den Rücken rund. Den Rücken längen. Beobachte mal, dass deine Hände direkt unter deinen Schultern stehen. Ne? Mach dich nicht kleiner, als du bist. Okay, Rücken rund und lang. Füße umstülpen, die Knie 2 cm. Zack. Alles klar. Rechter Fuß neben rechte Hand. Hasse. Zurück. Linker Fuß neben linke Hand. Zurück. Rechts. Links. Sollen wir langsamer machen? Rechts. Links. Jetzt kommt's. Pass auf. Zuhören. Rechts. Rechter Arm. Linkes Bein. 2-mal, 3-mal heben. Bein wieder zurück. Mit links. Linker Fuß. Linker Arm. Linkes Bein. 2-3-mal heben. Wieder zurück. Hasse. Rechts. Hoch. Bein, 1, 2, 3, zurück und links, zack, 1, 2, 3. So, bei dem ganzen Stress hier, was ist los mit der tiefen Muskulatur? Bist du angespannt? Ich hoffe. 1, 2, 3. So, letzte Runde. Bein, klack. 1, 2, 3. Der Fuß ist lang, ne? Letzte Mal. 1, 2, 3. Okay. Knie abstellen. Guck mal. Auf den Ellbogen. Okay. Die erste. Seid ihr bereit? Die erste Challenge. Drück dich mal raus aus den Schultern. Lass dich sinken. Rausdrücken, sinken lassen. Bleib rausgedrückt, stell dein rechtes Bein nach hinten und bei los, stellst das linke Bein nach hinten. Auf die Plätze, fertig, los. Drück dich raus aus den Schultern und bleib in der Länge.
Nee, ich bin auch froh, wenn die Challenges hier bald vorbei sind. Wenn ihr endlich wieder da seid. Aber so lange kann es jetzt nicht mehr gehen. Ne? In Hessen ist ja ab morgen, oder? Oder ab gestern schon alles offen. Drück dich raus aus den Schultern. Schieb deine Fersen nach hinten. Bauchmuskeln anspannen und vor allen Dingen Pilates Beckenboden. So, wer es ein bisschen schwerer haben will, hebt mal sein rechtes Bein hoch. Wir haben ja jetzt schon eine halbe Minute um. Rausdrücken aus den Schultern. Und wenn wir das Bein abstellen, dann brauchen wir nur noch 15 Sekunden die andere Seite. Und zack, 15 Sekunden nur noch. Ja, rausdrücken. Nase ein, Mund ausatmen. Sehr schön. 5 Sekunden nur noch. Ja, wunderbar. Und Knie ab, auf die Hände, den Rücken rund machen und guck auf deinen eigenen Bauchnabel. Setz dich nach hinten auf deine Fersen, kreis einmal mit den Schultern zurück. Und jetzt hebst du dein Schambein hoch. Und, meinst du, ich sehe das nicht? Und kommst 2 Zentimeter hoch. Und setz dich wieder. 2 Zentimeter setzen. Hoch, setzen. Ist auch schön für die Oberschenkel, ne? Wem sagst du das? Was mit dem Beckenboden? Einhalten. Immer nur 2 Zentimeter. Ich berühre die Ferse und klack, bin ich wieder weg davon. Klack, wieder weg. So, haben die Schultern sich beruhigt? Schultern, ja, jetzt nerven die Oberschenkel, ne? Ach, weißt du, was für das eine gut ist, ne? Wisst ihr ja. Oben bleiben, nach vorne kommen, rausdrücken aus den Schultern. Okay, und bei los strecken wir das linke Bein, alles klar? Jetzt beobachte dich, sei direkt mit deiner Schulter über deinem Handgelenk. Versprichst du mir das, dass du da mal eben nachguckst? Gut, auf die Plätze, fertig, los. So, rausdrücken aus den Schultern, die Fersen nach hinten schieben. Genau, wenn wir das in dem Ellbogenstütz können, können wir das auch im Langkampfstütz, oder? Und es ist ja erst am Anfang der Stunde. Da haben wir dann auch Kraft. Schultern hatten gerade Pause. Alles wunderbar. So. Rausdrücken. 5 Sekunden noch. Klappt. So, für die Profis. Rechtes Bein. Ihr wisst, jetzt sind es nur noch 15 mit dem rechten Bein oben. Nur noch 10. Beckenboden einhalten. Schieb die linke Ferse schön nach hinten, drück dich raus aus den Schultern und Beinwechsel. So vergeht die Zeit wie im Flug, sage ich immer. Ah, hab das linke Bein alle gehoben, brauchen wir jetzt nämlich für den Übergang in die nächste Übung. Ihr wisst ja, ich stehe auf schöne Übergänge. Genau. Und jetzt zieh mal dein linkes Bein zu dir und setz dich in deine fantastische Meerjungfrau. Ey, ging die Minute jetzt nicht schnell um? So, liebe, allerliebste Eva Maria, du kannst mich wieder groß einstellen. Ah, so, braucht keiner hier meine Schweißtropfen sehen, wisst ihr? Eine Hand an den Fuß, den anderen anheben, einmal in die Seiteneige und wieder zurück. Seiteneige. Lass die Schulter unten, ne? Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit auf die kurze Seite. Kurze Seite, ah. Bauchnabel nach innen. Gut. Jetzt bleib mal in der kurzen Seite. Guck mal, ich habe so lange Arme. Ich muss meinen Ellbogen beugen, du sicherlich auch. Wenn du den streckst, rollt die Schulter vor. Schulter tief. Und jetzt ziehe ich den oberen Arm raus und schiebe ihn wieder rein. Rausziehen, reinschieben. Rausziehen, reinschieben. Beide Sitzbeinknochen sind am Boden. Beide Knie. Und was ist mit dem Beckenboden? Hast du mir die Antwort gegeben? Einhalten. Lass die Schulter innen. Gib mir den Arm, reich mir deine Hand und jetzt ziehst du dich auf. Kleine Bewegung. Und ganz deutlich solltest du das jetzt in der seitlichen Muskulatur spüren. Zieh den Bauch noch ein. Du ziehst diese Schulter und die untere Brust Richtung Decke. Hast du? Hier hast du Länge. In der anderen Seite kurz. Jetzt bleib. Und jetzt in die Rotation, komm wieder zurück und jetzt darfst du einmal entlasten. Das machen wir noch einmal. Seite ziehen,
vorne ziehen, Rotation und wieder zurück. Schön die Ellbogen beugen, ihr Lieben. Nach vorne zu mir, gib mir deine Hand und dann dreh dich. Und noch einmal, gib mir deine Hand, dreh dich. Letztes Mal, allerliebste Meerjungfrau, dreh dich, komm zurück, stell die Hände auf, komm ins Boot. Brustbein nach oben, auf die Plätze, jetzt hat sie mich wieder nah gemacht, auf die Plätze, fertig, los. So, Haare mal einmal richten, Bauch einziehen, Brustbein nach oben, Arme nach vorne. So, damit die Zeit, ach, da ist mein Mikro, da bin ich wieder. Damit die Zeit uns hier nicht so lang wird, wir bleiben erstmal eine halbe Sekunde. Ne? Machen wir gleich schöne Übungen in dem Boot. Die sind ja, ja so statisch sind sie nicht, wir bewegen uns so ein bisschen, aber die Zeit geht schneller um. Dann guck mal, halbe Minute so sitzen, langweilig. Alles klar? Streck dich und zieh dich hoch. Streck dich, zieh dich hoch. Guck, vergeht die Zeit viel schneller. Ich mache mein Mikro zur Seite machen. Sonst lege ich mich immer auf das Mikro. Wer weiß, was der Fritteln dazu sagt. Und strecken und heben. Strecken. Wenn ich weiß, wer unser Friedhelm ist, ach, der hat was verpasst. So, machst du noch mal 5 Sekunden. Ich hatte das nicht gehört. Oh, zweimal noch. Und der letzte. Halten, halten, halten. Und zurück in diese fantastische Meerjungfrau. Einmal zur Seite. Einmal zur anderen Seite. Warte mal eben. Und beim nächsten Mal ziehen, kommst du in den Unterarmstütz. Klack, Beine ran. Drück dich raus aus der Schulter. Lass dich sinken. Rausdrücken, sinken lassen. Wow, machen wir viel für Schulter heute, ne? Ja, ich weiß, aber... Habe ich jetzt auch keine Erklärung für. Es ist heute so, wie es ist. Und hoch, Hand ans Ohr, Becken hoch, Becken tief. Becken hoch und tief. Okay? Gut, wenn du jetzt das Becken hochhebst, streckst du dein Bein und wieder ran. Strecken und ran. Strecken und ran. Zack. Ab. Beim nächsten Mal bleibst du einfach oben. Oben bleiben und mit dem Fuß kleine Kreise bestellen. Zeichnen. Du darfst dir die aussuchen, wie rum, weil wir machen jetzt andersrum. Okay. Ja, manchmal habe ich so Wortfindungsstörung. Drück dich raus aus der Schulter und Kreis. Konzentriere dich lieber auf dich selbst, nicht auf mich, auf dich. So, reicht. Ranziehen. Die schönen langen Beine nach vorne. Einatmen. Dreh dich nach rechts. Beobachte jetzt mal deine Füße. Deine Fußinnenkanten drückst du zusammen. Ja? Denn sonst verschiebt sich dein Becken. Beckenboden eingehalten. Und noch zweimal. Und der letzte. Einmal bleiben. Über den dicken Ball legen. Nach vorne kommen. Auftauchen. Gut. Meerjungfrau, andere Seite. Nimm mal dein Handtuch mit, das brauchen wir gleich, um das unter unseren Kopf zu legen. Jetzt guck mal, beide Sitzbeinknochen am Boden, ist für manche ein bisschen schwierig, beide Knie. Zieh dich an deinen Knien nach oben, nimm den Baggerarm und zieh deinen Beckenboden ein. Einhalten, Bauchspannung erhöhen, eine Hand an den Fuß. Seiten ein. Andere Seite. Lass die Schulter unten, ne? Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit auf die kurze Seite. Zieh den Bauch ein. Du kannst auch mal deine Hand hier hinnehmen und fühlen, ist die Seite überhaupt angespannt? Meine ja. Da geht ihr von aus, ne? Und in die kurze Seite hineinfühlen. Ich würde jetzt prima sagen. Hoffe, dass ihr das prima macht. Und bleibt. Lass die Schulter unten und den langen linken Arm zu mir ziehen. Eva, ziehen. Und jetzt dreh dich. Komm zurück. Einmal in die andere Richtung.
Und Seitneigen. Komm zu mir, die untere Brust zu mir und dann in die Rotation. Ja. Und neigen zu mir, Bauchmuskeln anspannen, Rotation. Und. Es ist mir gerade was eingefallen. Ich habe gar keinen Lippenstift drauf heute. Ja. Und wisst ihr was, da sehe ich mich gerade hier auf dem Bildschirm und denke, Claudia, wie siehst du eigentlich aus? Ja, das sind die wichtigen Sachen in meinem Leben. Ja, so ist das. Ja, ja, jetzt mit der Maske siehst du das ja gar nicht mehr. So, aber wir sind jetzt fertig, ne? So, zieh mal, Bauch einziehen. Ach, nee, nee, nee. Einmal Seitenlänge. Und jetzt mach's nochmal. Und wisst ihr, was kommt? Unser Boot. Klack. Andere Seite. So, Achtung. Los geht's. Wir machen wieder eine halbe Minute, dass wir so sitzen, uns mal zunicken, machen wir alles gut. So, und jetzt richte mal die Aufmerksamkeit auf dein Brustbein. Lass dein Brustbein mal sinken und jetzt heb mal raus. Sinken, rausheben. Sinken, rausheben. Guck mal, deine Unterschenkel sollen parallel zum Fußboden sein. Und wenn du dich auf die ganzen Sachen konzentrierst, da ist schon fast eine halbe Minute um. So, und jetzt lass mal für Spaß dein Brustbein oben, streck die Beine und zieh ran. Strecken und zieh ran. Strecken, ranziehen. Brustbein oben lassen, strecken, ranziehen. So, nur noch 15 Sekunden. Ich darf da gar nicht zwischendurch drauf gucken, dann kann ich nämlich nicht mehr. So, und jetzt bleib. Füße ein bisschen höher, Brustbein raus. Es sind nur noch 3 Sekunden. Das schaffen wir. Und abstellen in die Meerjungfrau. Ich würde mal fast sagen, besser geht nicht. Halt den Fuß, nimm den Arm, mach den oberen Arm stark und komm in den Seitstütz. Beide Knie schließen. Guck, der Schulter geht's doch gut, oder? Sinken lassen, rausdrücken. Sinken lassen, rausdrücken. Beobachte, dass beide Knie auf gleicher Linie sind. So, und dann bleib rausgedrückt. Hand ans Ohr, damit die Brust sich öffnet. Und Becken heben und senken. Heben und senken. Und ihr wisst noch, was kommt? Dafür reicht der Bildschirm jetzt nicht. Ich brauche den großen. Hört sie gar nicht. Die will erst wissen, was kommt. Die hat gerade nicht aufgepasst, die Eva Maria. Ah, ausstrecken. Ausstrecken, ranziehen. Nee, ist schon schöner, wenn hier jemand im Studio ist, ne, als wenn man hier alleine rumturnt. Ja, euch meine ich auch, aber ich meine jetzt eigentlich hier unsere Kamerafrau. Ja. Ach, mach noch für Spaß 2 Mal und halten. So, und jetzt kreist du. Du darfst dir wieder deine Richtung aussuchen. Hebt dein Becken hoch, Beckenboden einhalten. Und kreis andersrum. Krieg das Bein ein bisschen höher. 2 Mal noch. Und ranziehen. Meerjungfrau. Einmal zur Seite dehnen. Die Hände aufstellen. Und dann drehst du dich, dass du auf der Mattenlänge sitzt. Jetzt guck wieder, dass deine Füße und deine Knie Tennisball weit geöffnet sind. Dein Handtuch hast du hinter, damit du damit den Kopf ablegen kannst. Alles klar? Zieh dich an deinen Schienbeinen nach oben, länge dich. Drück jetzt den Großzehballen fest in den Fußboden. Schieb deine Füße imaginär zusammen. Einatmen nach oben und ausatmen, halb abrollen. Setz dich hinter deine Sitzbank. Roll nach vorne, nach oben, setz dich hinter die Sitzbank. Und nochmal. Genau. Langer Rücken. So, ein bisschen intensiver wird's, wenn wir jetzt unser Handtuch nehmen. Mach mal. Und du ziehst während der Übung dein Handtuch auseinander. Greif das mal so etwas breiter, als deine eigenen Schultern sind.
Jetzt ziehst du das Handtuch auseinander, spannen sich sofort die Muskeln an, merkst du? Brustbein anheben. Hier aus dem, ich mache das Mikro mal auf die andere Seite, dann siehst du das vielleicht besser. Aus dem unteren Rücken heraus schiebe ich mich nach oben, dass ich auf den Sitzbeinknochen sitze. Wackel mal so ein bisschen, dann spürst du das ganz deutlich. Beckenboden ein, aufrecht sitzen, Bauchspannung erhöhen, Handtuch auseinander. Jetzt rollst du dich nach vorne, nach oben und zurück. Zieh dein Handtuch auseinander. Und ich wette, dass sich bei einigen die Knie öffnen und schließen. Deine Knie, ich setze mich mal so hin, dann seht ihr es besser. Da, so mit Schwarz. Deine Knie bleiben auf einer Linie. Es wird nicht das oder hier oder so gemacht, sondern guck mal auf deine eigenen Knie. Der Abstand der Knie und der Füße bleibt, während du diese Rollbewegung machst. Ist das so bei dir? Wenn nicht, nimm mal ein Sofakissen und klemm dir das Sofakissen zwischen deine Knie. Dann kannst du ein bisschen zusammendrücken, dann ist deine Spannung noch ein bisschen größer. Ansonsten, wenn du jetzt kein Sofakissen hast, drückst du in den Großzehballen und schiebst deine Füße wieder imaginär zusammen. So, jetzt bleib mal aufrecht, setz dich mit langem Rücken zurück, senk die Schultern und setz dich wieder hoch. Setz dich zurück, setz dich wieder hoch. Der Rücken wird nicht rund gemacht. Langer Rücken, bleib im langen Rücken. Schieb dich mit langem Rücken zurück, schieb dich wieder vor. Vielleicht zittert ihr jetzt und wisst ihr was, das macht nichts. Lass einfach mal zittern. Zurück und wieder hoch. Wir machen die Schultern. Wenn du merkst, die Schulter, dann greif dein Handtuch etwas breiter. So, wir machen noch zweimal, ihr Lieben. Dann bleib hinten sitzen, senk die Arme, schieb die Arme nach rechts und nach links, ohne deine Knie zu berühren. Bleib lang im Rücken. Und je nachdem, zu welcher Seite du gehst, der Ellbogen beugt. Wenn ich mich nach rechts drehe, beugt der rechte Ellbogen und so weiter. Alles klar? Und es soll jetzt das Gefühl entstehen, als schiebst du deine Rippen über deinen eingezogenen Bauch. Spürst du das? Falls nicht, müssen wir noch ein bisschen machen. Genau. Bauch nach innen ziehen. So. Und bevor wir jetzt ganz bunt werden von dieser Rippenrumrödelei, bleib in der Mitte, roll dich einmal vor. Dein Handtuch wie eine Trophäe, ja! Einmal hinterm Kopf und letztes Mal abrollen. Setz dich ein Stück nach vorne und jetzt Slow Motion, Liebes. Langsam abrollen. Bauch und Beckenboden sind fest. Und dann nimmst du dein rechtes Bein mit. Ah, langsam. Und wechselst langsam die Beine. Beobachte deinen unteren Rücken. Der untere Rücken soll am Fußboden bleiben. So, jetzt lass dein rechtes Bein rangezogen und schieb dein linkes weg. Beobachte jetzt den unteren Rücken. Heb dein Bein etwas höher und senk dein Bein wieder ab. Wo bleibt der untere Rücken am Boden, ohne zu pressen? Halten, Hände in den Nacken und die linke Achselhöhle zieht zum rechten Knie. Halt die Spannung im Bauch und im Beckenboden. Es ist Slow Motion. Bleib, leg den rechten Ellbogen am Boden ab, drück mit der linken Hand gegen das Knie und das Knie gegen die Hand. Heb den rechten Fuß, flex, roll langsam ab. Heben und langsam tief, langsam. Halt die Spannung. Gut, halten. Hände in den Nacken, wechsel langsam deine Beine. Halt die Spannung im Bauch. Senk das Bein nur so weit ab, dass der Rücken am Boden bleibt, okay? Ich sehe euch ja jetzt nicht, ich kann euch jetzt nur verbal unterstützen. Und linkes Bein, linker Ellbogen am Boden, rechte Hand gegen linkes Knie.
Und dann langsam das rechte Bein heben und in Slow Motion senken. Heben und Slow Motion. Halt die Spannung. Zweimal noch. Und der letzte. Einmal da ablegen, wo du es gut kannst. Hand in den Nacken und jetzt zieh den rechten Ellbogen zum Knie. Und jetzt wechsel langsam deine Beine. Denk immer in die Achselhöhle. Dann hast du eine größere Rotation. Halt die Spannung. Wir machen das langsam. Nicht schummeln zu Hause. Komm, das schaffst du. Zweimal noch. Und jetzt nochmal das linke Bein. Beide Beine ran. Leg den Kopf ab. Entspann die Schultern. Und tupf im Wechsel mit den Fußspitzen am Boden. Halte den Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel und entspann dich im Schultergürtel. Deine Handflächen zeigen zur Decke, dann hast du eine Außenrotation in der Schulter. Und jetzt stellst du nacheinander deine Füße ab. Wieder Tennisball weit geöffnet, den Blick am liebsten zur Decke, damit der Nacken sich nicht so... Ach, damit der Nacken sich entspannen kann. Pass auf. Und jetzt schiebst du mit den Füßen den Fußboden zusammen und rollst dein Becken langsam auf. Bis deine Taille gestreckt ist, das tut gut, oder? Und weil das so gut tut, hebst du jetzt mit der Absicht, ohne dass dein Becken sich bewegt, deinen rechten Unterschenkel hoch. Beide Oberschenkel auf einer Linie. Jetzt heb das Bein langsam zur Decke, Fußflex und wieder beide Knie auf einer Linie. Langsam heben, Fußflex auf eine Linie. Letztes Mal. Das Bein langsam abstellen, abrollen, beide Füße ran, heb den Oberkörper, ausstrecken und wie ein Frosch zu dir ziehen. Jetzt gehen die Knie auf, jetzt drückst du deine Innenschenkel fest gegeneinander. Gut, zweimal mehr. Letztes Mal. Greif in die Kniekehle und komm ins Rollen wie ein Ball. Mach den Rücken ganz rund. Halt den Abstand zwischen Brust und Knie ohne Schwung.
Mikro war nicht an. Danke, Rainer. Und so. Und jetzt kommt unsere fantastische Variation. Wie ging denn dieses Mikro aus von alleine? Warte, jetzt. Rechte Hand. Abstützen, ab nach oben mit dir. Linke Hand, ab nach oben. Ohne Schwung und ohne zu reißen. Okay. So, ihr Lieben, ich denke mal, das habt ihr super gemacht, aber das reicht jetzt auch. Jetzt hebt ihr eure Beine im Wechsel hoch. Rechts und links. Dabei bleibt ihr natürlich aufrecht sitzen und schließt eure Beine. Hasse? Hochheben die Beine. Sehr schön. Und aufrecht sitzen, abrollen und jetzt nimmst du mal linke Bein mit. So, und wechselst. Und weil wir das jetzt so oft mit gebeugten Knien gemacht haben, lässt du jetzt deine Knie gestreckt. Dann hast du direkt noch ein bisschen Dehnung. Lange, schöne Beine. Guck dir mal deine eigenen Beine aus, wie schön die aus dieser Perspektive von unten aussehen. Wie schmal, oder? Einfach einreden. Ich habe ganz schmale, schöne Beine. So, zweimal machen wir das noch. Und oben bleiben. Und jetzt machen wir, leg mal den Oberkörper ab, Kopf ab, die Schultern. Und jetzt gibst du dir mal selber mit deinen Fersen einen kleinen Applaus für heute und senkst dabei deine Beine ab. So ein kleiner Applaus. Klack, 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 klack. Und applaudierst und hebst die Beine wieder hoch. Und nur die Fersen, die tupfen so ein bisschen zusammen. Mach noch einmal. Lass Schultern entspannen und vor allen Dingen, lass dein Kiefer mal entspannt. Einen kleinen Applaus. Halt den Bauch fest. Sack Kartoffeln auf den Bauch. Zieh die Knie ran, streck wieder hoch. Letztes Mal. Einen kleinen Applaus. Bravo. Eine wunderbare Pilatesstunde geht zu Ende. Kleinen Applaus, Knie ran, nach oben. Und jetzt kommt der tosende Applaus. Jetzt wechseln wir die Beine. Tosender Applaus für meine Pilatessen. Und halten, ablegen. Und wisst ihr was? Jetzt darfst du den Beckenboden loslassen und die Bauchmuskeln loslassen. Arme nach hinten und geh einmal ins Hohlkreuz. Zieh dich mal so ein bisschen in die Länge. Geh mal richtig ins Hohlkreuz, sodass du hier mit der Hand drunter greifen kannst. Und lösen, die Beine anstellen, den Rücken wieder ganz ablegen und die Beine so breit öffnen, wie deine eigene Matte ist. Arme zur Seite und deine Beine pendeln. Und die pendeln von rechts nach links. Und was ist denn hier mit dem Mikro los? Und links nach rechts. Ne, guck mal, wenn ich jetzt alleine im Studio gewesen wäre, hätte ich nicht gemerkt, dass das Mikro nicht geht. Ne, hätte ich nicht gemerkt. Hätte ich die ganze Stunde geredet und keiner hätte mich gehört. Lass die Beine auf der rechten Seite liegen. Beobachte jetzt mal dein linkes Bein. Ne? Beobachte einmal die Hüfte, das Knie. Und dann leg die Beine auf die andere Seite und beobachte da, ob sich das genauso anfühlt. Oder ob du einen Unterschied spürst. Was sollen wir denn Donnerstag mal für ein Yoga machen? Habt ihr eine Idee? Dann schreibt das mal. Ja?
Detox hatten wir letzte Woche, dann hatten wir Open Your Heart, ne, das war das schöne Wetter-Yoga. Dann hatten wir schon, sag mal schnell, hier Deep Stretch. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr machen möchtet. Und zurück. Einmal die Knie zur Brust ziehen und ein bisschen kreisen. Andersrum. Einmal mit der Nase ans Knie. Und dann rollst du dich auf deine rechte Seite und kommst auf den rechten Unterarm. Schon wieder Unterarm. Drück dich raus aus der Schulter und nimm den linken Fuß in die Hand. So. Und jetzt ziehst du dieses Knie nach hinten, hebst dein Schambein vorne hoch, drück dich mal raus aus der Schulter, ne? So, Ferse ans Gesäß und zieh das Bein nach hinten. Heb dein Schambein an, guck, und dann merkst du vielleicht so ein bisschen Länge im vorderen Oberschenkel. Zieh das Bein ruhig noch ein Stück mehr nach hinten. Und jetzt nimmst du dieses obere linke Bein über das rechte. Ziehst dich nach oben. Linken Arm heben, dreh dich einmal und schieb mit dem rechten Ellbogen, drehst du dich ein Stück weiter. Fuß ist flex, ganz aufrecht sitzen natürlich und guck über die hintere Schulter nach hinten. Beide Arme hochheben und in den geöffneten Twist zur anderen Seite. Jetzt hast du den Fuß in der Hand und drehst dich. Nimm mal den Fuß richtig in die Hand. Und dann heb dieses gestreckte Bein hoch. Und jetzt kannst du entweder deine Ferse nehmen, je nachdem, wie beweglich du bist, oder du nimmst die Wade. Lass das Knie nur gestreckt. Ich zeige mal so ein bisschen so von der Seite. Guck mal, und so bringt eher wenig. Du hebst dein Brustbein hoch und ziehst das Bein ganz nah zu dir. Dann spürst du hier Länge in der Kniekehle und im hinteren Oberschenkel, vielleicht noch in der Wade. Was ist? Sehr schön. Und es fehlt nur der Lippenstift. Andere Seite. Stütz dich auf den Unterarm. Ne? Ja, dann sieht das Gesicht so leer aus. So doof. Ne? Drück dich raus aus der Schulter. Schambein nach oben ziehen und das Bein nach hinten. Ja, Gesicht sieht so leer aus. Nächste Woche. Gerade wenn man so im roten Licht hier ist. So, aber jetzt kümmert euch lieber um euch selbst. So, alles klar? Jetzt streckst du das untere Bein, das obere Bein geht rüber. Am Schienbein nach oben ziehen. Rechten Arm heben und in die Rotation kommen. Der linke Ellbogen schiebt dich noch ein bisschen weiter. Über die Schulter nach hinten schauen. Beide Arme heben und mit langen Armen in den offenen Twist. Dann nimmst du den Fuß in die Hand, streckst das Bein nach vorne und wenn du beweglich bist, nimmst du die Ferse. Wenn du noch nicht ganz so beweglich bist, nimmst du die Wade. Und wieder schiebst du dein Brustbein hoch, als wenn das Brustbein und der Fußrücken magnetisch sind. Die stoßen sich nicht ab, die ziehen sich an. Streck das Knie. Meins ist gestreckt. Und zieh mal deine Fußspitze an, dann spürst du die Dehnung nicht nur im hinteren Oberschenkel, hier in der Kniekehle, sondern noch so ein bisschen in der Wade. Herrlich. Gut, das reicht. Beine ein bisschen öffnen. Knie beugen, die Füße fassen. Wenn du nicht drankommst, greif die Wade und streck deine Beine im Wechsel. Und jetzt ziehst du den Oberkörper nach vorne. Ziehst einmal die andere Seite lang. Einmal den Rücken rund, Beine überkreuzen. Mein linkes Bein ist vorne. Also greife ich erst mit dem linken Arm und dann mit dem rechten. Jetzt drücke ich die Knie auseinander, ihr kennt das, und schieb die Knie wieder zusammen, den Rücken rund. Zieh mal deine Schulterblätter ganz fest auseinander. Einmal weit öffnen. Wechseln, rechts, links, rund. Weit öffnen, die Beine einschlagen in den Vierfüßler. Einmal durchhängen und dann mit der Nase und dem Po nach rechts
mit der Nase und dem Po nach links. Zurück, weg vom Boden, mit Leichtigkeit aufstehen. Die Arme weit öffnen, großartig aussehen und das tut ihr mit Sicherheit nach einer Stunde Pilates. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ganz liebe Grüße aus dem Enjoy. Wir wünschen und wir hoffen, euch bald wieder zu sehen. Donnerstag um 17 Uhr mache ich mit euch ein bisschen Tralala. Ihr dürft euch was wünschen. Schöne Grüße. Ciao.